Bilder wie diese wird es vorerst nicht mehr geben, denn am Sonntag hat kurz vor dem Ablauf des Abkommens zum Getreideexport aus der Ukraine über das Schwarze Meer das vorerst letzte Schiff den Hafen von Odessa verlassen. Die von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelte Vereinbarung läuft damit voraussichtlich am Montag aus. Denn Russland stellt sich weiterhin quer. Die Regierung in Moskau will das Abkommen nur zu ihren Bedingungen verlängern. Formal geht es darum, die Produktion und den Export russischer Lebensmittel und Dünger zu erleichtern. Die Ukraine und Russland gehören zu den weltweit größten Exporteuren von Getreide. Nach dem Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine waren die Schwarzmeerhäfen zunächst blockiert. Durch das Abkommen vom vergangenen Jahr waren Exporte dann wieder möglich. Der türkische Präsident Erdogan äußerte sich laut Agenturmeldungen weiter optimistisch, dass es doch noch eine Einigung gibt. Die Türkei und die Vereinten Nationen vermitteln weiterhin in dem Konflikt.